Es ist noch nicht zu spät für euch. Du liebst Felix und er dich doch auch. Er heiratet meine Schwester. Kein Mensch heiratet nur aus Pflichtgefühl. Felix schon. Er hat dir die Hochzeit zugesagt, also zieht er das auch durch. Felix hält immer sein Wort. Und ich bin's doch selbst schuld. Ich habe ihn gedrängt, sich um sie zu kümmern. Wieso das denn? Weil ich davon überzeugt war, dass es das Richtige ist. Ich habe keine Alternative gesehen. Ich dachte, wenn die beiden es schaffen, ihr Kriegsbeil zu begraben, dann können sie sich auch gemeinsam um das Kind kümmern. Ich musste mich da rausziehen. Die beiden haben immer nur gestritten und ich saß zwischendrin. Und sie haben von mir verlangt, dass ich mich entscheide, auf wessen Seite ich stehe. Ich bin sicher, dass der Schuss nach hinten losgegangen ist. Vielleicht ist es auch nur ein Zeichen. Ich meine, dass Rosalie ausgerechnet dann schwanger wird, wenn Felix sich von ihr trennt. Was soll denn das für ein Zeichen sein? Dass sie die Richtige für ihn ist. Ach, ich. Quatsch, das darfst du nicht denken. Du liebst Felix doch, oder? Natürlich. Dann kämpfe um ihn und versinke nicht in Selbstmitleid. Du hast leicht reden. Du liebst Felix. Sag ihm das. Ich hab ihn verloren. Es ist aus. Er hat eine Entscheidung gefällt und ich muss lernen, die zu akzeptieren. Wenn dir Felix wirklich wichtig ist, dann darfst du ihn nicht gehen lassen. Sonst wirst du das dein Leben lang bereuen. Ja, tut mir leid, Helmut, da kann man nichts machen. Vielleicht findest du ja bald einen neuen Mieter für die Wohnung. Ja, bis dann. Ist nicht zu fassen. Ärger. Ich habe dieser Frau Zastro eine Wohnung in München vermittelt. Die hat sie abgelehnt, ohne sie sich überhaupt anzusehen. Tja, die werden wir so schnell nicht wieder los. Das glaube ich inzwischen auch. Die führt irgendetwas im Schilde. Nur was? Keine Ahnung. Aber seitdem ich weiß, dass sie eventuell die Tochter von deinem, von Wie Saalfeld ist, da habe ich ein sehr ungutes Gefühl bei dieser Dame. Das hatte ich von Anfang an, aber du wolltest ja nicht auf mich hören. Bitte, Charlotte, lass uns nicht streiten. Wir müssen herausfinden, was diese Frau Zastro will. Ich werde ihr mal auf den Zahn fühlen. Und sie wird dir natürlich alles erzählen, ganz freiwillig. Ich werde ihr klar machen, dass sie sofort und ganz schnell nach München zurückgehen muss. Wir brauchen diese Fürstensuite für andere Gäste. Wenn es wirklich stimmt, dass wir vertauscht wurden, dann hat sie ein viel größeres Recht, hier zu wohnen als wir. Wir haben dieses Hotel zu dem gemacht, was es ist. Das lasse ich mir von keinem streitig machen. Wir haben nur auf dem aufgebaut, was mein angeblicher Vater uns hinterlassen hat. Wenn Ludwig wirklich ihr Vater war, steht es eigentlich ihr zu. Der Fürstenhof ist unser Lebenswerk, auch wenn sie eine Saalfeld ist. Sie hat keinen Anspruch darauf. Was macht dich da so sicher? Hm? Ah? Gibt's heute Eis statt Kuchen zum Kaffee? Was? Nee, die sind leer. Und warum bringst du es dann mit? Die habe ich bei Emma gefunden im Zimmer, neben der Nähmaschine. Mei. Du, die hat die alle in sich hineingestopft in einer Nacht. 3 so riesige Becher. Das nennt man Liebeskummer. Naja, jeder hat seine eigene Methode, mit Kummer umzugehen. Aber ist doch nicht gesund. Weißt du, erst nimmt das Mädel so viel ab und dann stopft es alles wieder rein. Ja, das bisschen Eis bringt sie schon nicht um. Solange es nicht zur Gewohnheit wird, ist es doch nicht so schlimm. Darum geht's doch gar nicht, Alfons. Aber es zeigt doch, wie sehr sie die Trennung vom Felix mitnimmt. Und ihm geht's auch nicht besser. Der hat vorhin geheult in der Küche. Da haben sie zufällig im Radio sein und Emmas Lied gespielt. Mei. Wenn wir den beiden nur helfen könnten. Hildegard, bitte. Die finden von allein zusammen. Eine große Liebe findet immer zueinander. Ich weiß nicht. Bloß weil das bei uns mal so gewesen ist. Ja, nicht nur bei uns, Hildegard. Denk doch mal an Alexander und Laura. Ja, die mussten auch einige Irrwege gehen, bis sie sich gefunden haben. Weißt du noch, was bei Robert und Miriam los war? Ja, oder Dr. Bergmeister und Samir. Aber bei Emma und Felix habe ich kein gutes Gefühl. Aha. Und warum nicht? Weil Emmas Schwester immer wieder einen Keil dazwischen treiben wird.
Und, hast du mit Frau Zastrow gesprochen? Ich habe nicht mit ihr gesprochen, sondern mit Pachmeier. Was? Du kannst dich entspannen. Was heißt das? Ich habe ihm die Geschichte erzählt. Du hast ihm gesagt, um wen es sich handelt? Natürlich nicht. Ich habe ihm gesagt, ein Freund braucht einen juristischen Rat. Und hat sie ein Anrecht auf den Fürstenhof? Ein ganz klares Nein. Nach dem Tod vom alten Wegerl hatte Frau Zastrow 30 Jahre lang Zeit, ihr Erbe einzuklagen. Er ist schon viel länger tot. Ja. Aber habe ich einen Anspruch auf das Erbe, auch wenn er nicht mein Vater war? Du hast es dir sozusagen ersessen. Niemand kann dir dein Erbe streitig machen. Ich hatte wirklich große Angst, wir verlieren hier alles. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass diese Dame so schnell wie möglich von hier verschwindet. Eigentlich tut sie mir leid. Wegen ihres Herzfehlers wurde sie von Ludwig einfach gegen mich ausgetauscht. Das ist doch nicht deine Schuld. Außerdem glaube ich nicht, dass sie irgendeine Ahnung hat. Aber der Sohn von Dr. Niederböhl war doch im Besitz der Krankenhausakten. Du glaubst, er hat es ihr gesagt? Warum sollte sie sonst hier am Fürstenhof bleiben? Ich glaube nicht, dass der junge Dr. Niederböhl ihr jemals einen Blick in die Akten seines Vaters geworfen hat. Sonst hätte mir doch deine Akte nicht so einfach überlassen. Das stimmt. Corbinian Niederböhl könnte es ihr gesagt haben. Er hat sie entbunden und wusste Bescheid. Ach, dann hätte sie nicht so lange für ihn gearbeitet. Sie hätte ihn gehasst für das, was er ihr angetan hat. Und hätte ihr Erbe längst eingeklagt. Wahrscheinlich hast du recht. Aber dürfen wir das alles wirklich verschweigen? Schon ran, Emma. Hier ist die Mailbox von Emma Strobel. Leider bin ich zurzeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, ich rufe Sie dann gerne zurück. Emma, ich bin's, Rosalie. Eigentlich wollte ich ja mit dir persönlich sprechen, aber irgendwie erreiche ich dich nicht. Es tut mir wahnsinnig leid, wie das alles gelaufen ist. Ich habe dir Felix wirklich gegönnt, aber du musst doch mich verstehen. Es ist das Beste für das Kind. Schau, du wirst doch seine Tante. Wir sind Schwestern, eine Familie. Da müssen wir doch zusammenhalten. Hm? Also, bitte ruf mich zurück, damit wir uns aussprechen können. Was du vorhin gesagt hast, dass du mich hasst, ich hab das kaum ertragen. Sei mir bitte nicht mehr böse.